Das Planetarium dankt für Ihren Besuch. Ende der Vorstellung. Hallo, Sie. Heiliger. Morgen, Adelheid. Morgen, Eugen. Das ist wohl für Sie, Herr Pohl. Danke, Herr Schilling. Morgen, Herr Schilling. Morgen, Herr Pohl. Morgen, Frau Möbius. Morgen, Chef. Morgen, Frau Möbius. Schon wieder morgen? Morgen, Frau Möbius. Guten Morgen, Herr Direktor. Ist Dobel noch nicht da? Doch. Soll sich sofort bei mir melden. Morgen, meine Herren. Moin. Pohl und Schubert müssen sich sofort bei mir melden. Wart im Planetarium. Chef! Was haben Sie gesagt? Ja, was ist? Haben Sie nicht gehört, was ich gesagt habe? Nö, habe ich nicht. Und überhaupt, was ist das für eine Art, Chef? Wo waren Sie denn bloß? Im Planetarium ist jemand ermordet worden. Im Planetarium ist jemand ermordet worden. So ist es, Chef. Und der Herr Kriminaldirektor telefoniert schon den ganzen Morgen hinter Ihnen her. Ja, da können Sie doch sehen, dass Direktor Heimeran ohne mich einfach nie rauskommt. Also, Chef. Nun reicht's aber. Herr Dr. Heimeran sitzt seit einem halben Jahr im Bundestag als Nachrücker. Was wiederum beweist, dass man mit einer besonderen Begabung auch auf einer Schleimspur nicht ausrutschen kann. Und der neue Kriminaldirektor ist seit ebenfalls einem halben Jahr Herr Dr. Ferdinand Dünnwald. Genau. Genauso ein Dünnbrettbohrer wie sein Vorgänger Heimeran. Er soll gesagt haben, wer nicht spurt, der fliegt. Einen neuen frischen Wind will er durch das Haus wehen lassen. Dann halten Sie Tür und Fenster dicht verschlossen, Frau Möbius. Frischer Wind. Die Mord 2 bleibt, was sie ist und immer war. Ja, aber gerade die Mord 2 hat, er sagt, Frau Brettschneider, auf dem Kieker. Gestern, Frau Möbius, hätten Sie sich darüber vielleicht noch Sorgen machen müssen. Aber heute nicht mehr. Was ist anders zwischen gestern und heute? Dazwischen liegt eine Nacht. Und die ganze Nacht war ich hinter der Tochter von Innensenator Hansen her. Aber behalten Sie das bitte für sich, ja? Wieso? Was ist denn mit ihr? Das Mädchen ist von zu Hause ausgerissen und im Milieu untergetaucht. Aber ich habe sie gefunden und von einer halben Stunde zu Hause abgeliefert. Aber wie gesagt, das ist streng vertraulich, nicht? Der Herr Innensenator hat vor Dankbarkeit an meiner Brust geweint. Direkt persönlich. Auch wir haben einen Problemfall in der Abteilung. Problemfall? In meiner Abteilung? Gibt's nicht. Und wenn... Dann fällt das in Ihr Ressort. So, jetzt, Frau Möbius, bitte Pohl und Schubert. Und besorgen Sie mir eine neue Flasche von dem Zeug. Schilling heißt der Mensch. Schubert ist längst pensioniert. Daran sollten Sie sich wirklich auch bald mal gewöhnen. Und Schilling ist bei der Reihenuntersuchung und Pohl ist nicht einsatzfähig. Tja, wie immer. Und Ihre Toilettenartikel fallen in Ihr Ressort, Chef. Was soll das heißen, Pohl ist nicht einsatzfähig? Seine Marion ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Ja, ist das ein Wunder? Oder würden Sie mit diesem kurzsichtigen Miesepeter in eine Wohnung hausen wollen? Außerdem gibt sich sowas. Das glaube ich nicht. Und wenn Sie auch nur einen Funken Mitgefühl für Ihre Mitarbeiter haben sollten, dann reden Sie mit ihm, Chef, von Mann zu Mann. Weil ich kann ihn nur trösten und dann fängt er gleich wieder an zu weinen. Und außerdem muss Ihre Spesenabrechnung raus. Pohl! Was höre ich da? Ihre liebe Frau hat Sie verlassen. Schon gut, Chef. Ich kann es Marion nicht mal übel nehmen. Wer will schon mit einem Menschen wie mir in einer Wohnung leben? Das ist Unsinn, Pohl. Ein sympathischer Kollege wie Sie. Geben Sie sich keine Mühe, Chef. Was lesen Sie da? Beliebte Methoden der Selbsttötung? Pohl!
hatten wir Dr. Dochnall aus der Pathologie netterweise überlassen. Wussten Sie, dass wenn man aus dem 6. Stock aus dem Fenster springt, den Aufprall gar nicht mehr spürt? Weil man schon tot ist, bevor das Hirn den Schmerz registrieren kann. Und wussten Sie, dass ein Polizeibeamter, der sein Privatleben nicht vom Dienst trennen kann, nicht wert ist, ein solcher zu sein? Frauen, Pol. Wenn ich wegen jeder Frau, die mich zum Hampelmann machen wollte, aus dem Fenster gesprungen wäre, wäre mein Vorgarten ein Massengrab. Sie wohnen parterre, Chef. Das ist nicht der Punkt, Pol. Also stehen Sie auf und ziehen Sie Ihre Jacke an. Es gibt viel zu tun. Mord im Planetarium. Kam eben über Funk. Und ich möchte nicht, dass Mord 1 uns den Fall wegschnappt. Das ist Ihr Fall, Pol. Mein Fall, Chef? Ja, Pol. Als Zeichen meines Vertrauens in Ihre kriminalistischen Fähigkeiten. Und weil ich verhindert bin. Ich werde mit Innensenator Hansen und dem Polizeipräsidenten lunchen. Also reißen Sie sich zusammen. Sie wollen doch nicht, dass Kollege Schilling Ihnen die Show stiehlt. Oder gar Frau Möbius wieder Ihre Nase hineinsteckt. Der Fall wird in der Presse viel Wirbel machen, Pol. Ihre Chance, sich zu profilieren. Und was die Sache mit Ihrer Frau angeht, kann ich Ihnen aus meinem bescheidenen Erfahrungsschatz nur eins sagen. Das beste Mittel gegen eine Frau ist Arbeit und eine andere Frau. Sorgen Sie bitte dafür, dass es in die Pathologie kommt. Und wenn Direktor Dünnwald mich suchen sollte, sagen Sie ihm, ich bin mit Innensenator Hansen und dem Polizeipräsidenten zum Lunch verabredet. Und falls Marion anrufen sollte, ich bin im Planetarium. Ah, pappalapapp. Pol ist nicht zu erreichen. Kollege Pol ist im Dienst. Kommen Sie, Pol. Sie dürfen mich am Jungfernstieg absetzen. Was gibt's, Modi? Weißt du, du kannst mir heute Abend noch 3 Schachteln von diesem Popcorn mitbringen. Schon wieder? Und 3 Schachteln? Ehrlich, Mutti, du sollst dich vom Arzt untersuchen lassen. Das ist schon nicht mehr normal. Wieso? Was soll ich denn sonst essen vom Fernseher, wo du immer so spät nach Hause kommst? Und außerdem mit meiner neuen Mikrowelle, da geht das ganz fix. Ist ja gut. Sonst noch was? Ja, der Herr Möbius hat immer noch nicht die Toilette repariert. Und die läuft in einer Tour. Ich werd's ihm sagen, Mutti. Und jetzt muss ich auflegen. Bis heute Abend. Der Herr Hauptkommissar immer noch nicht zum Dienst erschienen. Doch, Herr Direktor. Aber nur für 10 Minuten. Er musste gleich wieder weg. So musste er das. Und hat es nicht für nötig befunden, sich bei mir zu melden, wie ich es ausdrücklich angeordnet habe. Er lässt sich entschuldigen. Er ist mit Innensenator Hansen zum Lunch verabredet. Strobel? Mit dem Innensenator? Ja. Und mit dem Herrn Polizeipräsidenten. Dr. Hammerschmidt? Das gibt's doch gar nicht. Und falls tatsächlich, warum weiß ich nichts davon? Da bin ich überfragt, Herr Direktor. Da steckt doch was dahinter, Frau Möbius. Nun sagen Sie schon. Ich wittere eine von Strobels weitmaschigen Intrigen. Also ehrlich, Herr Direktor, ich habe keine Ahnung. Na schön. Und während der Herr Hauptkommissar mit den Herrschaften speist, wer kümmert sich dann um den Mord im Aquarium? Planetarium? Ach so. Kollege Pohl. Er ist von Hauptkommissar Strobel instruiert worden und müsste jeden Moment am Tatort eintreffen. Wo ist der Herr Hauptkommissar? Das ist mein Fall, Herr Möbius. Der Schuss wurde aus nächster Nähe vermutlich mit Schalldämpfer abgegeben. Bei der lauten Musik hier dürfte das Geräusch sowieso untergegangen sein. Jedenfalls war der Mann sofort tot. Und wo saß er? In welchem Stuhl? In dem da. Und der Mörder? Oder die Mörderin? Rechts neben ihm. Das war ein Mann. Und er ist kurz vor dem Ende der Show gegangen. Wenigstens glaube ich, dass er es war. Können Sie ihn beschreiben? Wie denn? Es war dunkel. Brauchen Sie die Leiche noch? Konnten Sie seine Personalien feststellen? Ach so, ja. Danke. Hugo Paulus. Bis wann kann ich mit Ihrem Befund rechnen? Heute Abend, spätestens morgen früh. Danke, Herr Doktor. Schon gut. Ihr könnt ihn einpacken. Also, ich habe in meinem Leben ja schon viele Tatorte gesehen. Aber das kaltblütig aus nächster Nähe, mit dem Schalldämpfer, das war ein Profi. Was Sie nicht sagen, Herr Möbius. Ich meine ja nur... Könnten Sie die Show eventuell mal laufen lassen, damit ich mir ein Bild machen kann? Ich denke doch. Na, dann tun Sie das. Ja.
Sagen Sie der Spurensicherung, Sie soll mal einen Moment Pause machen. Wie Sie meinen. Aber vielleicht setzen Sie sich lieber auf einen anderen Sessel. Herr Möbius, wofür halten Sie mich? Entschuldigung, Herr Kommissar, aber sicher ist sicher. Und hier die Hülse. Sonst nichts? Außer Kaugummipapier und Weingummitüten nichts. Shit. Peter 17-2, Möbius. Ich höre, du warst als Erster am Tatort im Planetarium. Reiner Zufall. Ich habe das Ersatzteil für Omas Klospülung organisiert. Gebraucht, aber wie neu. Von diesem Laden, der die Abbruchhäuser entsorgt. Das ist doch schön. Aber dann baue es endlich auch ein. Mutti nervt mich seit Tagen damit. Was anderes. Wie geht denn Herr Pohl die Sache an? Na ja, was soll ich sagen? Pohl eben. Kannst du dich nicht etwas genauer ausdrücken? Na ja, eigentlich sollte man ja annehmen, dass der Mann schon mehr als eine Leiche in seinem Leben gesehen hat. Aber er hat geheult wie ein Schloss. Und dabei war das nicht mal eine Frau, die da lag. Also ein Mann. Und die Tatwaffe? Der Doktor meint eine 38er mit Schallschutz. Schläfe vom Nebensitz aus. Ja und, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Was macht Pohl jetzt? Er zieht sich die Show rein und heult. Er glaubt, es war Mord aus Eifersucht. Na logisch, konnten die Personalien festgestellt werden. Ja, er hatte den Führerschein dabei. Hugo Paulus. Und der einzige Wagen, der hier noch auf dem Besucherparkplatz steht, außer den von den Angestellten, gehört einer Firma namens Promotion Partners. Aber er kann natürlich auch zu Fuß oder mit dem Bus gekommen sein. Das wird sich schnell herausfinden lassen. Adelheid, bitte. Mach keine Extratouren. Außerdem wollte ich dich einladen. Zur Jubiläumsfete von Paul. 20 Jahre Dienst. Es gibt Spanferkel am Spieß von seinem Onkel aus Holstein. Garantiert biologisch dynamisch. Mit Kastanien gemessen. Das ist lieb von dir, Eugen, aber ein Ferkel am Spieß drin ist nicht meine Lieblingsfreizeitbeschäftigung. Bis später, Ende. Ende. Guten Tag, mein Name ist Müller. Ihre Firma wurde mir wärmstens von einem Ihrer Mitarbeiter empfohlen. Hugo Paulus. Ach ja? Und wo ich ihn erreichen kann, wissen Sie auch nicht? Doch, das wäre sehr nett. Herzlichen Dank. Alles Gute zum Geburtstag. Das ist zwar entzückend von Ihnen, aber ich habe gar keinen Geburtstag. Ach nee? Dann hat mich die Zuseher in der Kantine falsch informiert. Naja, macht nichts. Kommt trotzdem vom Herzen. Jetzt machen Sie schon auf. Ein Jahresabo für Frau und Karriere. Sie müssen nur noch unterschreiben. Hier, links unten. Da liegt das Heft jeden Donnerstag in dem Briefkasten. Herr Schilling, also ehrlich... Ich habe da schon 4 Zeitschriften durch Sie abonniert. Mutti sagt mir, schafft sie in einer Woche nicht. Nee, diese ist speziell für Sie. Und Sie sind auch die Einzige in der Abteilung, die mich respektiert. Dafür möchte ich mich bedanken. In aller Form. Ach ja? Na schön. Danke, Herr Schilling. Prima. Liegt sonst was an? Nein. Den Fall im Planetarium hat der Chef dem Kollegen Pohl übergeben. Planetarium? Mhm. Hören Sie keinen Polizeifunk? Ach so, ja, Sie waren ja bei der Reihenuntersuchung. Und? Alles klar? Ja. Ich bin nicht hin. Typisch, Mann. Ich war im Autohaus Möllemann. Nächste Woche kommt mein neues Cabrio. Vorführwagen, Sonderausstattung. Nur 400 Kilometer am Tacho. Hier, wollen Sie mal sehen? Und das können Sie sich leisten. Oder bringt Ihre Abonnementwerbung so viel ein? Ich krieg 20% Rabatt auf das Auto. Ich habe dem Möllemann mal aus der Klemme geholfen. Sonst wäre da sein Führerschein für ein halbes Jahr los gewesen. Da sind Sie ja wieder. Wie war's? Ah, entsetzlich so ein Essen. Dose Fisch ist mir lieber. Irgendwelche Krustentiere mit unaussprechlichem Namen. Aber... Vor Ihnen steht der frischgebackene neue Berater der Projektgruppe Führungsreform und Innenrevision für Finanzen und Führungskoordination. Was? Nie gehört, was? Ja. Gucken Sie mal nach im Handbuch für öffentlichen Dienst. Unter PFIFF. Pfiff. Hat Pohl sich gemeldet vom Tatort? Nein, aber Direktor Dünnwald war hier.
Er schäumt vor Wut. Ja, ist das nicht schön? Lassen Sie mal antanzen. Und Sie, Schubert? Chef. Ich meine, Schilling, natürlich. Sie fahren umgehend zum Planetarium und checken, ob Pol sie braucht. Habe ich Sie richtig verstanden? Der Herr Kriminaldirektor soll bei Ihnen antanzen. Die Formulierung überlasse ich Ihnen. Jedenfalls habe ich es nicht mehr nötig, ständig bei ihm anzutanzen. Was ist los, Schilling? Sie sind ja immer noch da. Ich wollte Ihnen nur noch gratulieren. Ich meine, als Berater von Pfiff, das ist doch praktisch die Krönung Ihrer Karriere. Integrität, Ausdauer, Disziplin, Schilling. Ne? So, und jetzt an die Arbeit. Und vielleicht besorgen Sie mir ja noch eine Schneckennudel, Frau Möbius, damit ich diesen entsetzlichen Gourmet-Tempel-Geschmack auf der Zunge loswerde. Mit dem größten Vergnügen, Herr Projektgruppenführungsberater. Ich bin's, Oma. Mach schon auf. Endlich, Herr Möbius. Tut mir leid, aber die ersatzhalbe Schaffung war nicht schneller zu erledigen. Ich hätte große Lust, Ihnen die nächste Wasserrechnung zu präsentieren. Also, das habe ich gern. Da reißt man sich die Beine aus und das ist der Dank. Dabei habe ich dir was mitgebracht. Guck mal, vielleicht hast du das noch nicht. Oh, nein, der Gürtel vom Orion. So, jetzt fehlen nur noch zwei. Aber Adelheid bringt ja heute Abend noch 3 Packungen Popcorn. Vielleicht habe ich Glück und Sie sind dabei. Wollen wir es hoffen. Ich kann das Zeug nämlich nicht mehr sehen. 1 Million, Herr Möbius, 1 Million Euro. Dafür kann man schon mal seine Essensgewohnheiten umstellen. Das will mir nicht in den Kopf, dass eine Popcornfirma 1 Million Euro zahlt, wenn man alle 500 Teile von dem Puzzle zusammen hat. Wenn in jeder Packung nur ein Teil drin ist, dann braucht man dazu ja... Ja, und dann hat man doch jedes Teil doppelt und dreifach. Wie viele Pakete Popcorn müsste man denn kaufen? Jedenfalls habe ich es gleich geschafft. Es fehlen bloß noch 2. Und dann kriegt Adelheid endlich ihre Kreuzfahrt in die Karibik. Und ich krieg eine neue Waschmaschine. Und das dritte? Er hatte nur 2. Was? Wie blöd kann denn einer sein? Kannst du nicht bis 3 zählen? In dem Saal war das stockdunkel, Herrgott, nochmal. Das kann doch nicht so schwer sein, so teil zu kopieren. Die Druckvorlage liegt unter Verschluss beim Notar, verstehst du? Und der Name der Firma, die dieses Puzzle hergestellt hat, auch. Diese 3 Teile gibt es jeweils nur ein einziges Mal. Und sie werden erst ganz am Schluss der Kampagne ausgegeben. Okay, lass uns das Ganze nochmal rekonstruieren. Also, du hast ihn in der Firma angerufen. Ja, wie du gesagt hast. Ich habe ihm gesagt, dass du entführt worden bist. Und dass dein Leben in Gefahr ist, wenn er nicht die 3 Teile in der Firma aus dem Safe holt und sie gegen dich eintauscht. Und? Und dann habe ich ihn ins Planetarium bestellt. Dort sollte er mir die Teile übergeben und dann würde seine Frau freigelassen. Wo hat er die Teile? In der Brieftasche, lose. Er nahm sie raus. Und die Brieftasche? Und die steckte er ein. Und du? Ich steckte die Teile ein und dann nahm ich meine Waffe. Irgendwo muss das Teil auch liegen. Vielleicht hat er mir auch nur 2 gegeben. Ach, das glaube ich nicht. Du hast es fallen gelassen. Also musst du noch mal hin. Ich denke nicht dran. Ich kann vom Glück sagen, dass mich keiner gesehen hat. Vergiss es, Inga. Dein Mann ist tot. Und du bist frei. Dann gehe ich eben. Das ist die letzte Chance, die wir haben. Ja, von wegen. Passen Sie mal auf, gerade jetzt, wo Sie allein zu Hause rumhängen, ist Ablenkung und Fortbildung angesagt. Wie wär's mit dem Hobby? Hm? Modellbau zum Beispiel. Oder Golf? Vielleicht Angeln? Es gibt Fachzeitschriften für alles. Sehr gut ist auch Topfit, ein Fitnessmagazin. Mit kostenlosem Besuch eines Fitnesscenters bei Abschluss eines Jahresabonnements. Paulus, das ist er. Ich meine, gerade jetzt, Pol, sollten Sie sich nicht hängen lassen. Frauen wollen heutzutage einen topfitten Partner mit Waschbrettbauch. Hier, Tonung der Muskulatur. Gibt es auch ein Heft für depressive Scheidungsopfer und gehörnte Ehemänner? Ehrlich, Pol, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Niemand da. Nun gehen wir halt wieder. Frauen zu sagen, dass sie Witwe geworden sind, ist sowieso nicht meine Stärke. Guck
gucken wir doch mal um die Ecke. Wenn es sein muss. Also, nach meiner Erfahrung sind die meisten Ehefrauen nach 3 Wochen drüber weg und verpassen die Lebensversicherung ihres Ex-Mannes mit ihrem neuen Freund. Nicht alle Menschen haben ein Eisbein an der Stelle, wo eigentlich das Herz sitzt. Für mich ist das ein eindeutiger Fall von Eifersucht. Der Mann war mit seiner Freundin im Planetarium verabredet. Dunkel, romantisch, die Venus. Aber stattdessen taucht ihr Mann auf oder ihr Freund und hat ihn weggeputzt. Peng! Die Frau kann einem wirklich leid tun. Wahrscheinlich hat sie gar keine Ahnung. Die Sterne lügen nicht, wie? Das ist mein Fall, Schilling. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Meinung für sich behalten würden. Keiner da. Na, sag ich doch. Sie, Moment. Danke, das war's. Was gibt's? Pohl, Kriminalpolizei. Das ist Kommissar Schilling, mein Assistent. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Kriminalpolizei. Frau Paulus da? Nein, ich bin nur der Untermieter hier. Wo Frau Paulus ist, weiß ich nicht. Sie ist unterwegs. Und Herr Paulus ist sicher in der Firma. Promotion Partners? Ja. Ist was passiert? Dürfen wir mal einen Moment mit reinkommen? Ich weiß nicht, also... Warum? Ich bin hier nur der... Der Untermieter, ja, hatten wir schon. Ach, Moment, immer der Reihe nach, ja? Stellen Sie schon mal die Personalien fest, etc., etc. Also, Alex Dorst. Ruf. Werkzeugmechaniker. Wohnhaft? Na hier, sage ich doch. Unter der Woche wenigstens. Am Wochenende bin ich bei meiner Mutter in Landsberg zu erreichen. Das Puzzle da, wem gehört das? Ihnen? Nein, das gehört Hugo. Ich meine Herrn Paulus. Irgend so eine Promotion-Aktion von seiner Firma. Aber darf ich jetzt endlich wissen, was das soll? Sonst gehe ich nämlich. Meine Schicht fängt gleich an. Wo waren Sie heute früh zwischen 10 und 11 Uhr? Also hören Sie mal. Ja, bitte, Herr... Dorst. Machen Sie mir das Leben doch nicht so schwer. Oder wollen Sie mit aufs Präsidium? Ich war im Bett. Ich habe Spätschicht, da schlafe ich bis mittags. Zeugen? Nein, leider. Kann ich mal Ihr Zimmer sehen? Nein, jetzt ist Schluss mit der Komödie. Ich kenne meine Rechte. Sagen Sie es ihm. Herr Paulus ist tot, Herr Dorst. Ermordet, besser gesagt. Hugo? Das gibt's doch nicht. Doch, das gibt's. Sonst wäre ich arbeitslos. Also... Sie haben kein Alibi. Na gut, wenn das so ist, dann habe ich eine Zeugin. Lassen Sie mich raten. Frau Paulus? Na ja, wie das halt so ist. Die Ehe von Inga und Hugo war nicht mehr die allerbeste. Sie verstehen, was ich meine. Ich weiß, was Sie meinen. Doch, doch. Endlose Abende vorm Fernseher ohne ein Wort. Oder der Zettel am Kühlschrank, wenn man heimkommt. Bin mit meiner Freundin im Kino. Und so weiter, und so weiter. Sie sagten, Frau Paulus ist unterwegs? Oder bei einem Kunden. Sie macht Werbung im Außendienst. Für die Firma. Ich weiß es nicht. So genau kenne ich ihren Terminkalender auch nicht. Sie hat auch sicher ein Handy. Schimmelpfennig, was ist los? Herr Strobel wartet noch immer auf den Herrn Kriminaldirektor. Strobel! Ah, da sind Sie ja. Herr Strobel erwartet Sie schon. Also, nicht mit mir. So nicht. Wie bitte? Ach, ich meine Strobel. Strobel, wie können Sie nur? Entschuldigen Sie, Herr Präsident, aber wie Sie gerade hören, bekomme ich Besuch von meiner vorgesetzten Dienststelle. Ich rufe zurück, wenn Sie gestatten. Nein, 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 nein. Der Polizeipräsident, das ist natürlich ganz was anderes. Sehr richtig. Der Meinung bin ich auch. Führungsstil. Aber als Berater der Projektgruppe Führungsreform und Innenrevision werde ich es zu meiner persönlichen Aufgabe machen, diese Zustände abzustellen.
Und dann bedanke ich mich nochmal für das kulinarische Erlebnis heute Mittag. Wie hießen die possierlichen Tierchen gleich noch? Taschenkrebs auf Brunnenkresse, richtig. Mmh, lecker. Und Empfehlung an die Frau Gemahlin. Sie hören von mir. So, bitte, nehmen Sie Platz. Chef. Haben Paul und Schilling sich immer noch nicht gemeldet? Doch, sie waren in der Firma, in der der Ermordete gearbeitet hat und sind auf dem Weg hierher. Na, hoffentlich. Ich habe Termin in der Polizeiakademie. Brauchen Sie mich noch, Chef? Oder kann ich heute ausnahmsweise etwas früher gehen? Ich muss noch Besorgungen machen. Nein, selbstverständlich, Frau Möbius. Wenn Sie das Protokoll von Paul im Computer haben, jederzeit. Aber das dauert doch Stunden, Chef. Danke, danke. Sagen Sie, habe ich eben richtig gehört? Sie? Berater der Projektgruppe Führungsreform? Und Innenrevision, ja, 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 ja. Offenbar ist man höheren Orts auf meine Fähigkeiten und meiner in jeder Hinsicht tadellosen Ruf aufmerksam geworden, im Gegensatz zu gewissen Kräften hier im Hause. Soll das heißen, dass Sie Ihren Job hier als Chef der Mord 2... Wo denken Sie hin? Natürlich nicht. Die paar Sitzungen pro Woche in der Akademie und die Lehrgänge für Beamte des gehobenen Dienst, die erledige ich doch mit links nebenher, so. Außerdem ist es an der Zeit, dass Pol und Schilling lernen, selbstständig zu arbeiten. So, darf ich bitten? Oh, danke. Ah, Salzbrezel, mein Bluthochdruck. Wie Sie meinen, Herr Dünnwald? Für Sie immer noch Herr Direktor, wenn ich bitten darf. Ja, bitte sehr. Wollen Sie mich endlich zum wahren Grund Ihres Besuches kommen? Ich habe nämlich noch viel vor heute. Ach ja. Es handelt sich um Ihre Spesenabrechnung. Was ist damit? Nichts, das ist es ja. Das kann ich unmöglich so an die Kollegen weitergeben. Auslagen? Keine. Fahrtkosten? Keine. Kilometerpauschale? Keine. Das gibt's doch gar nicht. Meine letzte Spesenrechnung kam dreimal zurück, weil ich es gewagt habe, die Bewirtung eines wichtigen Tatzeugen, alles in einem, zwei Läppchen Doppelkorn und zwei Bier, erstattet haben zu wollen. Da habe ich mich dazu entschlossen, künftig keine Spesen mehr abzurechnen. Kann ich mir leisten. Vor allem jetzt, als Berater vom Pfiff. Hauptkommissar, wie stehen wir denn dann alle da vor der Innenrevision? Strobel, Sie sind noch mal mein Untergang. Entschuldigen Sie. Aber die Pflicht ruft. Pol, Schubert, Schilling. So, dann wollen wir mal. Frau Möbius, zum Protokoll bitte. Was gucken Sie denn so betrübt, Pol? Meine Frau. Busch, Pol hat private Probleme, nichts, nichts, nichts. So, bitte. Danke. Haben Sie das gesehen, Frau Möbius? Ich krieg's mit Nerven. Direktor Dünnwald, so groß, dass er ungefaltet in Ihr Schminkbeutelchen passt. Jetzt bleiben Sie mal auf dem Teppich, Chef. Auf dem Weg nach unten muss man an all denen wieder vorbei, über die man auf dem Weg nach oben geklettert ist. Wie wahr, wie wahr. Und jetzt los bitte mit dem Protokoll. Es ist schon 10 nach und in einer Stunde machen die Läden zu. Oder hier zum Beispiel, gefüllter Hammelbraten. Einfach auf das Gitter legen, etwa 5 bis 6 Minuten auf Stufe 5, braten und dann noch mal 9 bis 10 Minuten auf Stufe 3 garen lassen und fertig ist die Schose. 15 Minuten für 700 Gramm Hammel. Ist das nicht unglaublich? Das klingt ja alles köstlich, aber was hat Arleit eigentlich dazu? Ich meine, wo sie doch so auf natürlich steht. Ich will Ihnen mal was sagen, Herr Möbius. Ein Leben lang habe ich darüber nachgedacht, was ich alles Nettes und Abwechslungsreiches kochen soll für Ihre Ex-Frau. Und dann sitze ich abends alleine, weil sie wieder Überstunden macht. Und wenn sie dann wirklich erscheint, ist alles verkocht. Oder sie hat keinen Appetit oder sie ist zu müde, um den Löffel zu halten. Also jetzt übertreib mal nicht, Oma. Immer musst du übertreiben. Ich? Ja, du. Auch was meine bescheidene Person angeht. Ihre bescheidene Person wurde in Flagranti erwischt mit der Blonden von der Sitte. Und dafür gibt's keine Entschuldigung, Herr Möbius. Oma, das ist über 20 Jahre her. Und es gibt keinen Tag, an dem ich das nicht bitter bereut hätte. Das ehrt sie. Aber meine Tochter hat geweint. Ach, was soll ich sagen? Rotz und Wasser hat sie geheult. Und das, Herr Möbius, ist unentschuldbar. Und selbst als ihr Goldhamster gestorben war, da war sie gerade so 14, da hat sie keine Träne vergossen und es mit Fassung getragen. Wenn Sie verstehen, was ich damit meine. Tja. Schade, dass ich kein Goldhamster bin. Ne? Ah, endlich, Adelheid. Wo bleibst du? Hast du mein Popcorn? Hier, das sind die letzten. Mutti, ich mache mir ernsthaft Sorgen um deinen Gesundheitszustand.
Im ganzen Viertel gibt es keinen Popcorn-Mais mehr. Oder sammelst du die Dinger etwa als Verpackungsmaterial für deine Weihnachtspakete? Jetzt kann ich dir's ja sagen. Komm. Mutti, ich hab noch zu tun. Komm. Und sag nicht immer Mutti zu mir. In Ordnung, Mutti. Hier. Ein Stern in der Presse. Wie es laut Protokoll auch in der Wohnung von diesem Paulus lag. Was denn für ein Protokoll? Da sind über 500 Teile, alle schon gesammelt. Mir fehlen jetzt nur noch zwei vom Orion. Gesammelt. Soll das etwa heißen, du hast 500 Packungen von dem Hühnerfutter da gehortet? Nein, ich habe natürlich auch mit meinen Damen vom Kanasterclub getauscht. Und der Briefträger sammelt auch für mich. Und den Gürtel vom Orion, den hat mir der Herr Möbius gebracht. Den hat noch niemand außer mir. Oh. Die Venus, ach Gott, die habe ich schon x-mal. Machst du da etwa auch mit bei dem Unsinn? Unsinn? 1 Million Euro, das ist kein Unsinn, das ist eine Menge Geld. Eine Werbeaktion von dem Konzern, der das Popcorn macht. Wer das ganze Puzzle hat, ist der Sieger. Das ist doch nichts als Geschäftemacherei. Und dass du Mutti dabei auch noch unterstützt. Mein Gott, ich habe das Teil gefunden. Heute im Planetarium. Och, die Zwillinge schon wieder. Ach, das ist doch nicht zu fassen. Am Tatort. Du hast das vom Tatort mitgehen lassen? Da lag noch mehr Müll rum auf dem Boden. Das hat doch nichts mit dem Mord zu tun. Natürlich nicht. Das Opfer ist zwar Mitarbeiter einer Werbeagentur und es geht bei diesem Bauernfängereispiel um 1 Million Euro. Aber für einen Eugen Möbius spielt das alles keine Rolle. Hauptsache, er kann sich bei seiner Ex-Schwiegermutter einschleimen. Die Venus. Ach, das ist ja wirklich gemein. Wo ist das Teil, das du von Eugen gekriegt hast? Adelheid, jetzt dreh nicht durch. Das ist doch völlig an den Haaren herbeigezogen. Was machst du denn da? Das ist ein Beweisstück, Eugen. Beweisstück? Von diesem Stück gibt es wahrscheinlich nur ein Exemplar, weil es nur einen Gewinner geben kann. Und jetzt stell dir mal vor, Mutti würde in dieser Werbeagentur arbeiten und würde dir das Teil zuspielen. Irgendwie. Also was redst du denn da? Ich arbeite in keiner Agentur und ich will jetzt meinen Gürtel zurück, gib her. Mutti, bist du so lieb und kümmerst dich ums Essen? Ich muss telefonieren. Alex? Zwar bist du wahnsinnig. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht herkommen. Ich muss sogar. Ich bin nämlich Untermieter bei dir. Wie bitte? Das sind doch alles Hypothesen, Adelheid. Pohl zum Beispiel, der hält das für einen Mord aus Eifersucht. Das weiß ich alles aus dem Protokoll und der Chef glaubt dasselbe. Aber leider hat der Hauptverdächtige ein Alibi für die Tatzeit. Und jetzt suchen Sie nach irgendeinem Dritten. Was soll ich kochen? Hähnchenbrust mit Rosenkohl und Kartoffelpüree oder Risotto Milanese? Dauert nur 10 Minuten. Beides. Eugen. Eifersucht. Pohl ist im Augenblick nicht ganz zurechnungsfähig. Für den ist alles Mord aus Eifersucht, seit ihm seine Marion den Laufpass gegeben hat. Und dieses Alibi von dem sogenannten Untermieter, der ein Verhältnis mit der Frau des Ermordeten hat, ist doch ein Witz. Das ist ein ganz abgekartetes Spiel zwischen den beiden. Adelheid, jetzt mach nichts Unüberlegtes. Hauptkommissar Strobel? Der ist auch völlig weggetreten und träumt nur von seiner Blitzkarriere in der Projektgruppe Führungsreform und Innenrevision. Wo kann ich nur die verflixte Telefonnummer von diesem Untermieter? Da, bei Paulus. Adelheid. Lass mich. Bist du verrückt? Wie kannst du zugeben, dass wir ein Verhältnis haben? Jetzt sind wir doch beide verdächtig. Wolltest du, dass nur ich mich verdächtig mache? Red doch keinen Blödsinn. Wenn du das letzte Teilchen mitgebracht hättest, dann wäre alles gelaufen wie geplant. Dann hätte deine Mutter das Puzzle präsentiert, wir hätten abkassiert und wären schön am nächsten Tag in den Flieger gestiegen. Ich hab's aber nicht. Im Planetarium auf dem Boden hat es jedenfalls nicht gelegen. Aber irgendjemand muss es doch haben. Aber wer denn? Na gut. Du magst ja recht haben. Aber kannst du vielleicht auch mal an mich denken? Ich kann doch wieder zu Fuß Streife latschen am Hauptbahnhof, wenn rauskommt, dass ich ein Beweisstück vom Tatort mitgenommen habe. Das müssen wir ja nicht an die große Glocke hängen. Und jetzt sei bitte still und pass auf, dass Mutti nicht reinplatzt. Na, du geh schon und schließ die Tür ab.
Wir sind im Augenblick nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wir rufen umgehend zurück. Falls Sie nach dem Gürtel des Orion suchen, Sie können ihn haben. In exakt einer Stunde im Planetarium. 500.000 Euro sind Ihnen sicher lieber als gar nichts, oder? Also bis gleich. Spinnst du? Im Planetarium? Und du kommst mit. Ich denk nicht dran. Anhei. Und überhaupt, wie willst du da reinkommen? Da ist doch alles verschlossen und versiegelt. Die Spurensicherung hat den Schlüssel und Frau Müller vom Dezernat wird deinem Charme sicher nicht widerstehen. Wir fahren da kurz vorbei. Du kannst deinen Atomreaktor in der Küche wieder abstellen, Mutti. Eugen und ich müssen noch mal weg. Was ist denn mit meinem Gürtel vom Orion? Dein Orion muss seine Hose eben mit den Händen festhalten. Jetzt komm, Eugen. Aber deine Toilette geht wenigstens wieder, ne? Na prima. Dann kann ich mich jetzt reinstellen und runterspülen. Nein! Du fährst den Wagen zuerst weg und kommst dann nach, wenn dieser Dorst oder die Frau auftaucht. Adelheid! Jetzt mach schon, sonst war alles für die Katz. Gib mir die Schlüssel. Das gefällt mir gar nicht. Durch die wunderbare Welt der Gestirne. Ich bin's, Eugen. Nein, ich kann leider nicht kommen. Aber ich brauche die Privatnummer von Hauptkommissar Strobel. Hast du die zufällig auswendig drauf? 44 95 234. Danke. Und heb mir was von dem Spanferkel auf, ja? Ach, frag mich nicht. Tschüss. Die nichts anderes sind. Wie die Erde, so wurde auch der Himmel mit einem projizierte Erdequator. Teilt den Himmel in eine nördliche und eine südliche Hälfte. Die beiden der irdischen Länder. Immer mit der Ruhe, ja? Und jetzt ganz langsam umdrehen. Die Pudelmütze können Sie ruhig abnehmen, Herr Dorst. Und diese furchterregende Knarre können Sie auch wegstecken. Weil hier gleich die Kollegen von der Streife auftauchen. Wenn Sie damit diese Knalltüte machen sollten, die unten rumliegt, da können Sie lange warten. Also, wo ist das Teil? Was heißt rumliegt? Sie haben ihn doch hoffentlich nicht etwa... Nein, er wird nur mit einer entsetzlichen Migräne aufwachen. Aber Sie sind ein viel größeres Problem. Sie wissen nämlich, wer ich bin. Machen Sie keinen Unsinn, Herr Dorst. Die Millionen kriegen Sie sowieso nicht. Die Aktion ist von der Mordkommission schon längst gestoppt worden. Nun quatschen Sie keine Opern. Ihre Kollegen sind mir voll auf den Leim gegangen. Und ich habe ein Alibi. Für jetzt übrigens auch. Ich bin bei meiner Mutter in Wandsbek. Also, zum allerletzten Mal. Wo ist das Teil? Halt! Keine Bewegung! Lassen Sie die Knarre fallen.
Aber ich sehe mich gezwungen, Ihnen ein drittes Auge in Ihren Wollstrumpf zu schießen. Bleiben Sie stehen. Tun Sie, was er sagt, Chef, bitte. Moment mal, in meiner Abteilung bestimme immer noch ich, wer was tut und nicht tut. Also, zum letzten Mal, lassen Sie die Dame los. Nehmen Sie die Arme hoch. Jetzt reicht's mir aber. Möbius. Bei aller Liebe, aber haben Sie noch alle Mäuse in der Küche? Und das fragen ausgerechnet Sie mich, Herr Berater von Pfiff. Und Pohl ist noch schlimmer mit seiner Ehetragödie. Und Schilling hat nichts weiter als seine Abonnementwerberei im Hirn. Wie reden Sie mit mir? Ja, irgendeiner in der Abteilung muss doch schließlich einen klaren Kopf behalten und sagen, was Sache ist. Und Sache ist, dass dieser Mann Hugo Pauls erschossen hat. Und zwar nicht nur, um ihm seine Frau auszuspannen, sondern um mit ihr, seiner Geliebten, 1 Million Euro von einer Popcornfirma zu kassieren und damit das Weite zu suchen. So! Jetzt legen Sie dem Herrn Armbänder an und führen Sie ihn ab! Ich kümmere mich um Eugen. Eugen? Eugen? Adelheid, sind wir im Himmel? Fast. Auf jeden Fall schon im Planetarium. Ist ja auch nichts passiert? Nein, alles in Ordnung. Lass dich anschauen. Nur eine Beule. Aber zu Hause legst du dich gleich aufs Sofa. Alles klar? Alles klar. Also, dann packen Sie den Herrn in Ihren Streifenwagen und buchen Sie ihn ein. So, Sie verständigen Schilling und Pohl, Frau Möbius. Wir sollen diese Frau Dings, Paulus in Gewahrsam nehmen. Das möchte ich lieber Ihnen selber überlassen, Chef. Ich habe Feierabend. Und ich muss mich um meine Mutter kümmern. Frau Möbius. Puzzle in ihrer Wohnung, wo noch ein Teil fehlt, spricht um Bände. Tja, Sie haben es mal wieder geschafft. Sie haben uns alle zu Idioten gemacht. Es ist schade, dass Sie das so sehen. Ich dachte, ich bewahre uns alle vor der Blamage unseres Lebens. Wenn mir alle Beweisstücke zur Verfügung gestanden hätten, wäre Ihr persönlicher Einsatz überflüssig gewesen. Sie waren doch am Tatort, nicht ich. Und Ihr Eugen. Von ihm haben Sie doch das Puzzleteil zugespielt bekommen. Hätten Sie es aufgehoben und die richtigen Schlüsse daraus gezogen, hätte mein Eugen keine Beule. Und ich wäre nicht in Lebensgefahr geraten. Pohl, kommen Sie. Der Dorst möchte ein Geständnis ablegen und ich kriege das Bandgerät nicht zum Laufen. Wahrscheinlich ist der Akku alle. Sie vergessen ihn immer zu laden. Reicht nicht spät. Finden Sie nicht? Ich meine, Viertelstunde lasse ich mir ja noch gefallen, aber 45 Minuten? Falls Sie mich jetzt auf kleiner Flamme rösten wollen, möchte ich Ihnen gleich sagen, dass es mir leid tut, dass ich Sie gestern so angeblafft habe. Zumal Sie sich wegen mir auch noch in Lebensgefahr begeben haben. Treiben Sie mal nicht vor, Möbius. Das hätte ich für jeden meiner Kollegen getan. Mit Ausnahme von Direktor Dünnwald. Naja, eventuell. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Allein der Gedanke, dass der Mensch Sie fast erschossen hätte. Nee, konnte er gar nicht. Wie er mir gestanden hat, hat er die Pistole im Spülkasten seiner Toilette versteckt, als Pohl und Schilling bei ihm eingerückt sind. Die funktionierte gar nicht mehr. So, jetzt bitte zum Protokoll, Frau Möbius. Ach, Chef. Kann ich das haben? Für meine Mutter. Von mir aus? Aber die Million kriegen Sie dennoch nicht. Die Firma hat das Ganze annulliert. Meine Mutter wird trotzdem zufrieden sein. Sie liebt es, wenn alle Teile sich zum Ganzen fügen. Wie Sie bei unseren Mordfällen. Genau. Wie ich bei unseren Mordfällen. Manchmal denke ich mir, wieso haben eigentlich Sie immer ausgerechnet die letzten 3 Steine, die das Bild erst vervollständigen? Reine Glückssache, Chef. Danke.